Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Jörg Raus. Aus der heutigen Personalratssitzung möchte ich gerne zwei Themen herausgreifen. Das wäre zum einen die Neufassung der Kindertagesstättenordnung. Die alte Version ist, glaube ich, aus 2005. Da müssen natürlich ein paar Sachen geändert werden und an die Realitäten angepasst werden. In dem Zusammenhang hat der Personalrat auch die Idee entwickelt und den Beschluss gefasst, der Dienststelle mitzuteilen, dass es auch Beschäftigten aus Tochterfirmen, die im Uniklinikum beschäftigt sind, möglich sein muss, sich um einen Kindertagesstättenplatz zu bemühen. Und das zweite Thema war das Modellprojekt akademisierte Pflege, das ja die Hautklinik betrifft. Auf den Stationen Haut 1 und 2 werden Pflegekräfte eingesetzt mit einem Bachelorabschluss. Und da soll über 24 Monate ausprobiert werden, wie das Zusammenspiel der Berufsgruppen funktioniert, ob eventuelle Effekte entstehen, die man dann auch aufs Uniklinikum ausweiten kann. Da gab es im Vorfeld einige Unklarheiten, deswegen musste die Einigungsstellenvorsitzende in der Einigungsstelle einen Vergleichsvorschlag unterbreiten, damit die Sache auch vorangehen kann. Und dem Personalrat war unter anderem wichtig, dass es keine Zweiklassenpflege gibt, also dass die akademisierten Pflegekräfte zum Beispiel nur Visiten begleiten oder administrative Tätigkeiten erledigen und das einfache Fußvolk, sage ich mal, die dreijährig ausgebildete Krankenschwester, der Pfleger, nur am Bett arbeiten. Da ist jetzt sichergestellt, dass beide Gruppen also nicht nur die gleiche Arbeit machen sollen, sondern erstmal auch das gleiche Entgelt bekommen. Also im Nachhinein wird man vielleicht mal gucken müssen, inwieweit es da Vorstellungen geben kann, dass die Eingruppierung auch für akademisierte Pflegekräfte angepasst werden muss. Aber das ist eine Diskussion in der Zukunft. Also erstmal ist es so, dass der Personalrat gesagt hat, diesem Vergleichsvorschlag der Eingruppstellenrichterin kann man erstmal folgen. Damit ist sichergestellt, dass es da keine Nachteile gibt. Und wie das dann ausgeht, das Ergebnis ist vollkommen offen. Der Personalrat wird das sicherlich auch begleiten. Da muss man gucken. Ja, den Tag noch ein bisschen genießen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.